Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Modellauto Montag. Nachdem die letzten beiden Videos aus dem vergangenen Jahr bereits den Superb der dritten Generation in 1:43 behandelt haben, möchte ich euch die frisch aus China eingetroffene 1:18 Verkleinerung vorstellen, welche ich hier gerade aus ihrer sicheren Transportverpackung befreie. Das Modell ist hierbei wieder vorbildlich verpackt, so dass das Schadensrisiko auf ein Minimum reduziert ist. So zum Beispiel das Papier auf den Sitzen, was dann von Weitem erstmal so aussieht, als wären die Airbags ausgelöst. Wie bei den chinesischen Miniaturen bisher üblich, lassen sich wieder die Spiegel anklappen. Öffnen lassen sich zudem alle 5 Türen sowie die Motorhaube. Auch die Lenkung funktioniert. An Details wurde zumindest nicht gegeizt. So ist das Scheinwerferinnenleben mit seinen kristallinen Strukturen schön umgesetzt worden. Auch der mittlerweile im Kühlergrill integrierte Radarsensor findet sich im Modell wieder. Zusätzliche Chromleisten an Front, Seite und Heck unterscheiden die chinesische Ausführung des Skoda Superb von der in Europa erhältlichen Originalversion. Das Panoramaglasdach kann wie schon beim Yeti oder dem Octavia 3 geöffnet werden. Die Motorhaube, welche durch ihre spezielle Form den Karosseriebauern im Presswerk des Originals bereits alles abverlangt, war auch für den Miniaturbauer mit Druckguss schwer umzusetzen. Die Tornado-Linie der vorderen Kotflügel konnte allenfalls noch angedeutet werden. Unter der Miniaturhaube des TSI 380 Modells ist ein 2 Liter TSI Triebwerk angedeutet. Wenn ich richtig recherchiert habe, handelt es sich dabei um das chinesische Topmodell mit 220 PS und Doppelkupplungsgetriebe mit 350 Newtonmetern. Wofür die 380 steht, konnte ich bislang nicht in Erfahrung bringen. Aufklärung und Vorschläge nehme ich aber gerne an. Der Innenraum des bewusst von mir mit heller Innenausstattung gewählten Modells ist mit vielen Details und Bedruckungen versehen. Hierzu gehören auch die mit Holzapplikationen bedruckten Türverkleidungen. Das Armaturenbrett ist ebenfalls mit vielen Bedruckungen versehen und selbst auf dem Lenkrad ist die Multimedia-Steuerung angedeutet. Warum man aber zum Beispiel den Lichtschalter nicht mitbedruckt hat, weiß ich leider nicht. Die Alufelgen Phoenix am China Superb sind kleiner als die 19 Zoll, welche sie bei uns haben. Im chinesischen Konfigurator ist von 18 Zoll die Rede. Nun schließen wir den Neuzugang und werfen einen Blick auf die ebenfalls bei uns nicht zu findende Typenbezeichnung an Kotflügel und Tür. Mit dem Bild vom Unterboden beenden wir das heutige Video. Ein paar zusätzliche Bilder gibt es auf der Homepage, wo ihr noch weitere Skoda-Miniaturen findet. Weitere Modellauto-Montag-Videos findet ihr über die Infobox und auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp.